Alles gut? Schönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Ist es überhaupt noch morgens, Matti? Nee. Nee. Oh. Hallo? Hallo, du Hübsche? Na? Bibi? So. Marlene ist ab heute auf Klassenfahrt. Maris ist schon angezogen. Die Reste von der Feier gestern, sehen noch aus wie Kraut und Rüben hier. Ich muss jetzt die Musik ausmachen, sonst kann ich nicht mit euch reden. Alexa, stopp! Maren sitzt da, schlägt gerade ein Eis. Der Schrank da hinten ist offen, weil ich noch meine Sachen wegräumen wollte, die ich hier gerade ausgepackt hatte. Ich warte gerade auf das Schulaus von Mara Maus. Sie selbst hatte keinen Plan, wann sie Schluss hat. Wie das alles läuft jetzt nach, nicht nach Corona, sondern nach, wie nennt man das? Hitzefrei, nach der Hitzefreiwoche, genau. Genau. Ich stehe jetzt hier quasi, wir haben es jetzt gleich 13 Uhr, wir haben es 12.48 Uhr und weiß nicht genau, wie sie Schluss hat, wann sie Schluss hat. Habe jetzt aber schon alles losfertig gemacht. Der Kleine ist angezogen komplett. Ich bin auch soweit angezogen. Packe jetzt noch schnell meine Tasche hier. Wir müssen einen Brief wegbringen, einen Brief abholen, mehrere Briefe abholen und Rechnungen und sowas alles. Also welche ich leider bezahlen muss. Von dem Notar und so Sachen. Und das ist diesmal richtig teuer. So eine Firma richtig mit Sitz ummelden und so ist richtig teuer. Ah. Jetzt weiß ich nicht, wo ich meine Briefe habe. Wo habe ich denn die Sachen hingelegt? Ich kann kaum nach links gucken, immer noch. Fertig. Hast du aufgegessen, ohne zu kleckern? Ich hab, ach da. Und ich muss zum Optiker wegen meiner Brille. Gleich gehen wir. Dazu. Wo gehen wir hin? Gleich gehen wir. Ich hätte. Im Buddelkasten? Ja. Nein, du setzt dich hin und ich. Ach so, ich soll mich nur draußen hinsetzen, damit er nicht alleine draußen ist, weil er gerne am Buddelkasten spielen wollen würde. Aber mach das, mach schnell, könnt ihr das mal wegmachen? Ich möchte das mitnehmen. Auch mitnehmen? Mhm. Ja. Aber du weißt, dass wir jetzt noch woanders hingehen, ne? Wo denn? Dass wir noch die Gutscheine einlösen für Mara. Welche? Das heißt, sie möchte gleich ihre Gutscheine einlösen. Sie hat ja 4 Stück bekommen. Ich glaube, das ist ein Wert von 120 Euro ungefähr bei H&M. Deswegen packe ich die jetzt auch ein, damit sie die einlösen kann. Schuhe hast du an, Pullover hast du an. Wir müssen jetzt auch schnell seinen Kinderwagen einpacken. Oh, was sehe ich denn da? Ganz leise. Nee, lass sie mal da drin. Da möchte sie ihre Ruhe haben. Schuhe habe ich an, Hose habe ich an. Okay. Markus, brauchen wir eine Jacke? Fühl mal. Nein. Wir haben noch. Okay. Ja, die ist, weil ich mag kalt. Okay, du magst kalt. Okay. Das ist nicht schlecht. Aha. Ich habe diese Spiegel hier bestellt in 3 verschiedenen Größen.
Ach so. Genau, also drei Spiegel von denen in drei verschiedenen Größen. Und die kann man dann, dachte ich zumindest. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Nee, ne? Ja, das passt gut. Sehr schön. Dann machen wir das. Hallo Muckelmaus, warum sind wir hier? Wegen meinem Gutschein. Genau. Mama. Papa, Maris. Entschuldigung, aber das Ding ist kaputt. Das möchte ich nicht wieder ausbauen gleich. Ja, willst du jetzt erst was essen oder nicht? Ja. Ja. Gut, dann fahren wir jetzt erst nach oben, essen kurz was und dann gehen wir bei H&M und Zara rein. Mama. Ja? Essen. Was möchtest du denn essen? Ich gebe 3 oder 4. Nein. Was möchtest du essen, Maris? Mama, ich hab Angst. Wovor? Ja, von den... Da machst du mal so knapp. Und ich hab Angst, dass du... Drei? Ja. Ja, warum ist es nur so? Da hätte ich mich ganz wieder gedrückt, deswegen. Alles gut? Oh. Alexa, stopp! Einen wunderschönen Tag, Morgen, wie auch immer. Mara hat gestern noch geschafft, ein Video für euch zu drehen und ab da an ging alles bergab. Sie hat ganz viele Bauchschmerzen bekommen. Liegt so oben im Bett, ist gerade am Wachwerden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir es haben. Müssen mal gucken. Uhr. Ich will gleich Maris in die Kita bringen. Er ist aber auch noch im Bett. Maris! Läuft alles wie am Schnürchen hier gerade. Marleen, ist er auf Klassenfahrt? Jetzt ist schon das zweite Mal, dass sich das Armband hier verknotet hat mit meiner Uhr. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier. So. Ja, Marlenchen ist ja auf Klassenfahrt, hatte ich euch ja gestern schon erzählt, und sie fühlt sich irgendwie nicht wohl. Was heißt, sie fühlt sich nicht wohl? Ich weiß nicht genau, was da ist. Also es ist nichts mit irgendwelchen Mitschülern oder sowas, hat sie gesagt. Aber sie fühlt sich nicht wohl. Ich kann mir denken, was da los ist bei ihr. Aber wir gucken mal. Ich behalte das einfach im Auge. Ich habe gesagt, wenn ich sie abholen muss, soll, dann muss sie das mit ihren Lehrern klären. Ansonsten kann ich ihr dann nicht helfen. Weil ich werde einen Teufel tun und für sie die Lehrer anschreiben, obwohl sie dort vor Ort ist. Ihr versteht schon, was ich meine, glaube ich. So, jetzt kommt Maris runter. Ich ziehe ihn jetzt an, bringe ihn in die Kita. Mein Tag ist wieder so voll gefüllt. Dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber wir gucken mal. Ich habe gestern Abend, ach Leute, das habe ich euch gleich erzählt. Ich habe gestern Abend die spontane Idee gehabt, also ein paar Produkte zu bestellen von LR, um kleine Überraschungspakete fertig zu machen für die Leute, die alle gestern und heute mit eingestiegen sind. Wie das heißt, für euch,
dass ihr theoretisch noch die Möglichkeit habt, heute noch mit einzusteigen in unser Team, um euch beruflich was aufbauen zu können, unabhängig von irgendjemandem, sondern es liegt ganz alleine an euch. Ja, es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, es ist ein Schritt Richtung fleißig sein, aber es kann so unglaublich glücklich machen, finanziell unabhängig zu sein. Ja, wer daran Interesse hat, der kann mir gerne schreiben, gerne auch per Mail. Steht da unten alles in der Beschreibung drin. Schreibe ich nochmal eine gesonderte Mailadresse rein, damit ihr euch melden könnt, wenn ihr Bock habt. Oder halt per Instagram. Na, Lieselotte, wie geht's dir? Habt ihr meine Nachos gegessen? Nein, was hast du da am Fuß? Hier. Hast du dir das aufgekratzt oder war das eine Katze? Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Und du hast auch irgendwo eine Wunde? Mares hat einen neuen Flippy an. Ultra gut. In Mintfarben mit einem Neonrand und dadurch, dass er so braun ist, sieht das so gut aus. Und gestern hat Mares sich bei Papa im Arbeitszimmer ausgezogen und dann ist Papa auf die Idee genommen, die Farben für sein Bild zu nehmen. Ja. Er arbeitet ja gerade an einem neuen Buch für Anne und da hat er nach einer Farbe gesucht, die gut mit Mint harmoniert. Und da kam Mares rein mit dem Flippy. Und hat gesehen, dass Orange total gut dazu passt. Ich glaube, ich werde krank, aber gut. Ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, da kommt was. So, ich werde jetzt hier mal das Kind verpflegen und anziehen. Und ich habe Schnutzen. Schnutzen? Was ist denn ein Schnutzen? Das, was wir von uns für euch bis morgen um 8 Uhr. Tschüss und gute Nacht.